Holy fuck, my Freunde, willkommen zurück zur Way Out und wir spielen die letzte Episode von der Way Out. Genau. Jetzt wird gescheit nochmal richtig Gas geben, jetzt zeigt es gleich, was passiert, wo man ein richtiger Arsch ist. Genau. Und je nachdem, wie viele Videos wir zurzeit hochladen, kommt irgendwas dann noch. Ihr werdet es sehen. Wir müssen da nur eine kurze Teambesprechung halten. Okay. Wie es weitergeht. Sieht schon aus wie Ocelot. Ja. Aber wie? Oder aber wie der Junge aus dem Dreier. Oder Liquid. Oder Liquid. Oder Mü. Ja. Mü. Die Sängerin von mir. Hey, Alter. Worauf? Du hast wieder geschissen, oder? Hey, da können wir wieder so scheiße, da können wir wieder fucking Folge jetzt so einen Scheißtrick dazu machen. Jetzt passt eigentlich immer. Ja, ey. Was hast du denn schon wieder? Ich will da nochmal rausschlafen. Jetzt, ich hab gesagt, es gibt gleich wieder ein Bier. Das könnten wir auch machen, das müssen wir nicht andere machen lassen. Und wir haben ein neues Video, die vielleicht irgendwann mal kommt. Ja, irgendwann mal in 2 Jahren circa, wo wir 3000 Abonnenten haben. Schaffen wir die 3000, Freunde. It's so sad. Can we hit 300 likes? Schau, wir verkackt. Kehrt sie zu Erna, oder was? Komm mal, ja. Die Huhu. Die Huhu kehrt zu Erna. Blöde Huhu. Ahuhi. Ahihi. Michael Jackson. Ja Gott, die Nase. Gulasch-Gesicht. Was, und wir haben der Polizei jetzt geholfen, um Drogen was zur Strecke zu bringen, deswegen passiert uns nichts. Ja, ich glaub nicht. Wir haben ein paar Leute umgebracht, du. Ja, aber jetzt kommt Jim Gordon. Schau, was der für Rotzbremsen hat. Bist du narisch? Ja, oder aber wirklich. Holy shit, warum du Waffe in Hand? Nimm deine Waffe weg, wenn du so nah an mich rangehst. Und an mich? An die, ja. An die, ja. An die Hofer. Ja, da an die. Fick mich, Andi. Fick mich, Andi. Ach Gott, das war gut. Jetzt tätschelt er so dein Gesicht so. Gute Arbeit. Meins. Here you go. Good job, Vincent. What the fuck? I'm sorry, Leo. What the fuck? Du bist ein guter Mann. What the fuck? Schau, kennst du das nur, da bin ich ausgeschickt mit dem Typen, den wir umgebracht haben. Ja. Und da haben wir dann den Ding verkauft. Den Stein, ja. Was, und ich mach der Looking, oder was? Ja, du bist der kleine Looking-Mann. Also ich arbeite für die Polizei. Ja, yeah, für die gute Popo. Shipping to you. In style. Oder du bist der Vergewaltiger bei dem Mann. Oh ja. Ich dann auch so, okay, das Kind geht gerade duschen, ich glaube, ich kann nicht rein. Wir alle drei. Die Dusche rennt. Ich höre Kleidung über einen Körperstreifen. Zugriff. Ihr Warotsbremsen, wisst ihr denn? Das ist, ja. So, ist das so ein gängiges Ding bei uns, oder ich was? Ich glaube, das gehört zur Polizei dazu. Shots fired. Treppe in den Typ, was wird denn das?
Gary! Harvey oder Kasten? Harvey, ich fix. Aber nicht Dent. Na. Weil du. Der war er Two-Face yeah. Und Staatsanwalt. Und geil. Ja. Aber. Sie müssen doch immer. Natürlich hat er mit dem Verkaufen von dem sich irgendwie strafbar gemacht. Aber sie müssen doch wohl kapiert haben, dass er nicht Gary erschossen hat. Wie, was das? Ist die Frage? Na jo. Aber Jude oder na? Going undercover. Nee, nee, nee. Gary was my brother. My flesh and blood. Oh, yeah. Oh. I put him in that situation. Oh, nur schlimmer, aber noch sie waren der Partner, weil die das nehmen sie ja ziemlich ernst, scheinbar. Nein, ist der Bruder da. Nur schlimmer. Ja, der hat gesagt, Harry hat sein Bruder umgebracht. Der hat sehr, sehr. Ah, ja. Yeah. So, jetzt gehen wir mal, du alte Rotzbremse, du. Du menschlicher Schimmelbütz, du Schircher. Ich kann mir vorstellen, dass das geplant ist. Da haben wir einen scheiß Polizeiwagen und da schieße ich ein bisschen. Ha! Ha! Ich hab keine Kugel mehr. Das war das Dümmste, was da passieren kann. Ja. Jetzt fahren wir mal einen Runden Bäder und jetzt reden wir drüber, was du da schon wieder für einen Scheißdreck gebaut hast. Er wird eigentlich nur verrotten, die ganze Zeit. Ja, ja, ja. Er hat Probleme. Hey, der Flanker. Hinger, Dinger, wie der Flanker nicht schießt. Du, das länger. Wieder länger, oder? Schau. Ach so. Wieder hin und her und da ist ein Licht, aber ich sag nix. Tut mir nicht weh! Ich bin gerade durch die Polizei auf der Luft gefahren. Nimmst du jetzt mein Scheißwurf, ha? Oh, das ist aber gefährlich. Ich schlug dir in dein Gesicht. Das hat uns beide Blätter wuschen. Ich glaube nicht. Nicht? Nein, ich glaube nicht. Achso. Ja, scheiß Dreck. Oh no. Ja, da schau her. Da kommt das Wasser rein. Außer du, Peter. Wir krepieren uns beide. Ja, scheiße. Zügsufer, nichts in der Birn. Mei, jetzt ist das Wasser. Nicht da. Schießen, Officer unter Wasser. Was tust du da? Oh, ich hab auf dich geschaut. You're a Scatman. You're a Scatman, Vincent. No, hör auf.
Ich hab ein Boot, ich hab ein Boot, ich bin der Beste. Wieso muss das so ausgehen? Man doch, wir können unser schönes Leben machen. Nein, können wir nicht, weil du ein kleiner Arschrotz bist. Vincent. Hör auf mich zum Schießen. Ich krieg ja nichts zu. Es tut mir leid. Ich bin aber der Leo. Ich weiß. Aber Vincent passt besser. Aua, aua. Ich mach nur meinen Job. Jo, jo, die sagen so, die kleinen Rotzen und die kleinen Geschissen hier. Hürtel! Ich hätte mir nie gedacht, dass wir einmal gegeneinander antreten müssen, aber. Eieiei, magst du das nicht? Das ist ja ganz. Ja, warte, ich glaube, wenn ich dein Boot zum Stein gebracht habe, brauche ich mit dir eine. Naja, ich brauche das Boot fein nur und ich kann auch so eine Racke und ein bisschen drüber reden, einen Kaffee trinken, einen Kaffeetschal. Ein Kaffeetschal, Peter! Ein Kaffeetschal! Ich hab keinen Bock! Du hast keinen Bock auf ein Kaffeetschal, ich hab einen Bock auf ein Kaffeetschal. Wie weit musst du kommen? Ich komm ganz weit, ich bin weg. Oh ja, ja, du hast keine Chance, dass du mich da kriegst. Ja, schau her, da ist ein Sprungschanz! Bist narrisch! Nein, jetzt schießt mich. Hä, warum gehst du da um? Erst euer, mein komm, Boot. Komm, das geht's erst. Erst euer, mein Boot, was soll ich denn da machen? Ist ein Scheißdreck. Da schau her, mein Boot ist ein bisschen deppert und ja. Weißt du, wie viel das Boot kostet hat? Nötig, nix. Naja, eine halbe Monatsmiete. Du mit deinem scheiß neuen Partner Liquid, Alter. Ich bin da ganz alleine. Dass Vincent so ein Arschloch ist. Ja, ja. Lass Leo heute fliehen. Nein, der fliegt da nicht. Aber der Ausbruch war schon real. Also wir sind ja, schon ja, wirklich ausgebrochen. Ja, ja. Die vom Gefängnis haben nichts davon gewusst, ne? Okay. Was hätten meine Leute mir eine bestimmte Zeit geben, dass wenn ich zum Beispiel in einem Monat noch nicht draußen bin oder so, dass sie mich dann ausholen? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Ja, weil sonst warst du so, ja, du, das war's jetzt, gell? Ja, du bist du. Tut uns leid, viel Spaß mit denen hier am Helfen oder so. Und jetzt schnappst du das sie wahrscheinlich? Und ich bring sie um. Mama. Ach Gott. Muss einer von uns beiden draufgehen? Ja. Na. Wir gingen jetzt gegeneinander so. Team Deathmatch. Muss jetzt echt einer von uns beiden draufgehen? Team Deathmatch. Leck mir im Arsch. Zum Glück habe ich gestern nur 10 Stunden Call of Duty gespielt. Ja. Sei froh. Hab ich doch nicht, oder? Aber Overwatch. Er war keine 10 Stunden. Mindestens. 20. Und ich war nur einmal am Klo. Und das in der Flasche. Oh, Beko. Nein, eigentlich nicht. Aber ich kennt das. Glück gehabt, dass das kugelsicher ist. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Jetzt geh einfach wieder zu deinem Mikro und dann mach mal diese Aufnahme, du Spast. Ich werd deine Mutter ficken und da wirst du freuen. Du alter Drecksnazi. Jetzt gibt's nationalsozialistische Schweine. Nein! Ich hau da eine rein, sag's da. Erste Bär, ja. Hab ich nicht, doch, ich hab getroffen. Ja, ja, du hast mich geschissen, getroffen, du geschissen, warst du. Ich triff die wieder, wenn's sein muss. Oh no! Das ist ja alles nicht mehr so standhaft wie damals 1960. Nein. Damals in den 1960er Jahren war das alles noch viel stabiler. So wie die Füllfedern von Stabilo. Die waren super. Die sind immer noch super, du geschissener Arsch. Aber nicht mehr so wie früher, du kennst es gar nicht. 1960 warst du noch nicht einmal, da hast du gerade deine Frau gefickt wahrscheinlich. Du Arsch, wo bist denn jetzt? Jetzt habe ich die verloren. Ah, da hinter der Stiegen oder sie versteckt, du Spast. Jetzt komm ich aber, jetzt leck mich am Arsch. Jetzt fick ich die. Jetzt kannst du mich mal.
Da bist du Nazi. Du bist doch der Nazi. Ich fang grad erst an, du Nazi. Da schau her, jetzt gib deine Gesundheit schon langsam den Geist auf, du alter Drecksack, du. Jetzt warte mal ab. Jetzt gib deine Gesundheit schon langsam deine Frau auf. Und deine Frau schon langsam deine Gesundheit. Schisch! Ich hoffe, du bleibst gesund, du geschissenes Kebab. Ich hoffe, deinem Sohn geht's gut. Das war dafür, dass du meinen Sohn Basketball beibracht hast. Der ist nicht schwarz, du Geschissener! Gehen wir jetzt auf die nächste Ebene, oder was? Ja, ja, jetzt gibt's die zweite Ebene. Das ist so wie in Injustice, wo du durch die Worte geprügelt wirst. Ja, fix. Da könnten wir ja auch mal ein Let's Play machen. In Injustice? In Injustice, ja, ist sicher geil. Und wir wissen, dass Injustice geil ist, ja. Ja, ja, aber halt für sie als Let's Play ist sicher auch ganz fein. Nur das nur, wenn dann ich fucking Deathstroke hab und die... Ja, oder ich hab Deathstroke. Oder ich hab Skorpion. Oder ich hab den Joker. Der Joker ist auch noch ganz gut. Jetzt fick dich doch in den Arsch! Hey, boyfriend! This is the end. This is America. Fuck my boss. This is America. Ich hab dich schon gesehen, du Arschloch! Kein Blofskowski! Michael Lutzklowski. Michael Lutzklowski. Mich und Mimi. This is America. You gotta fuck me. Schon langsam gibt deine Gesundheit den Geist auf. Niemals! Du bist doch der alte Sack von uns zwei. Aber ich hab die Ausdauer von einem kleinen Rehkitz. Nigger! Rehkitz hab ich gesagt! Riva! Riva! Geralt von Riva! Like it's hot. Wo ist denn nur auf einmal die Westen her? Du bist da, ja, ja, stimmt. Hätte es auch anders ausgehen können? Sehr. Also hast du mich dann so? Ja, ja. Ist aber jetzt nicht so wichtig. Okay. Da schau her, aus dem Fenster, aus dem Sinn. Fix, jetzt die ganze Polizei so. passt gerne. Hat sich erledigt. Dies ist ein Ficker da. Oh, Baby. Da jetzt nur mal, oder was? Das ist ja wirklich wieder Call of Duty. Team Deathmatch. Deathmatch? Deathmatch. Wir marschieren und wir töten. Nein! Aber very, very sorry, man. Oh, look, it's a little squirrel. Du Wichser. John Cook, it's a little squirrel. Au! I'm the du big boss. Du kriegst mich nicht lebendig. I'm the real big boss. Ich weiß nicht, wie Vincent das alles da kann, nachdem er mit seinem Sohn Basketball gespielt hat. Sowas verbindet! Jo, scheißen Dreck. Die liegt ja wie auf dem Servierteller, du alter Nazi. Da haben wir jetzt Faustkampf, eins gegen eins. So wie Liquid und Fistkampf. Und Ding. Ocelot. Ja. Das ist so wie Ocelot und Snake. Ja. So, schon, jetzt ja. Geht's los. Hey, fesches T-Shirt. Ja, danke. Dein ist nicht so. Dein schon aus wie. Oh! Dein schon aus wie ein Gespieben. Ich heute. Was soll ich machen? Ja, loslassen. Holz zum Herster, ich bin ja ein Scheißdreh, ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll, ich bin ja. Da musst du halt auch nicht gehen, schau her, fuck you, Alter. Da ist dein Papsi. Ja, und jetzt denken wir drüber nach, was wir nicht alles gemeinsam erlebt haben. Naja, eigentlich war ich da nicht dabei. Ja. Also, sagen wir mal, jetzt sagen wir ja, ganz aber du hast mal geholfen, dass wir noch hinkommen. Oh mein Gott.
Schindere. Nani? Das war dein Part gewesen. Ja. Ihr kennt sich die Memes auch schon. Ist das fucking One Punch? Na, es ist glaube ich nicht One Punch Man. Es ist irgendein älterer Anime. Echt? Glaube ich, ja. Das, was man da bei. Halligalli! Mein Gott, ich glaube, meine Frau war auch froh, wie es mich da mit einem Vollbart und eben damit der scheiß Rotzbremse gesehen hat. Na! Bist du deppert? Na, nicht dein Knie! Michael Ballack! Oh! Bullock. Oh, Bullock. Ich gebe da so einen Tritt. Ja, du. Der Boy, der Basketball spielen kann, ab jetzt. Er hat ein Auto gebaut. Eine Seifenkiste. Ein Sufkust. Ein Sufkust hat er gemacht, ja. Oh, fuck you up, the penis hole, my friend. The penis hole, sounding with you. Sounding with you. Liebe Halleba, ich bin im Harlem geboren. Wir kennen unsere Köpfe direkt nebeneinander da und die jagen uns eine Kugel durch beide Köpfe. Ja, yeah, das war ganz nice. Den hast du. Balla balla balla, der Ballack ist cool. Und der Michael und der Alaba und der geschissene Hans. Und da kommt dann der Basketballspieler. Die Merlin wieder. Oh mein Gott. Schindere. Schindere, fuck. Scheiße. Ja, fuck you. Hey, my friend. I'm gonna shoot you. In hier. Boah, das war anstrengend. Da, du kannst abdrucken. Du schießt dich selber durch den Deck, genotzt du. Irgendwo hat er sich auch verdient. Jaja. Ja. Er hätte aber einfach in den Fuß schießen können. Hättest du? Nein. Achso. Aber er hätte aber einfach in den Fuß schießen können. Ja, theoretisch, ja. Und hab dann bewusstlos geschlagen und dann war es das auch gut gewesen. Aber nein. Muss. Jojo. Bei dem letzten musst du schon echt viel mehr Leben haben, damit sich da was auszahlt. Damit du da schneller drücken musst. Mhm. Und es ist nicht so einfach, dass du da viel mehr Leben hast, weil. Nein. Also du spielst gegen jemanden, der einfach wirklich gar keine Erfahrung mit irgendwelchen First-Person-Shootern hat, ja. Dann ist so, oh. Ja. Gib dem bitte, meine Frau. Du geschissen, da bringst du mich um, dabei hast du gesagt, ich soll den Brief schreiben. Ah ja, Mocha. Ich gehe vorbei und sage ihr, dass ich ihren Mann umgebracht habe. Mein Gott, du musst. Du hast schon wieder Scheiße. Nein, das ist ein Moment. Da kennt man wen. Na, weil du bist sowieso ein dreckiger Lotz gewesen. Aber dein Bruder gestorben ist, sag mal ehrlich. Stell dir vor. Der Ding hat dich nicht mehr erkennen, weil du so einen fetten Bart hast. Wer? Der mit der roten Bremsen, dein Chef. Achso. Das war interessant gewesen. Also ihr zwei habt jetzt den schwarzen Zug, weil ich habe eigentlich da jetzt einen Kopf angesetzt. Dann musst du schauen, wo der ist. Der ist irgendwo verschwunden. Mhm. Der wird wahrscheinlich nur im Gefängnis sein. Wofür hat er sich überhaupt wachsen lassen, weil er nie gesehen hat? Ja, sicher. Ja, keine Ahnung. Vielleicht soll er sich einfach so gedacht. Eine Rotzbremse ist eine Polizeimarke praktisch. Ah ja. Okay. Das heißt, Vincent ist jetzt tot? Ja, Vincent ist tot. Scheiße. Aber jetzt kann der Leo sterben. Ja. Und was mach ich dann? Gib ich deiner Frau dann irgendwas? Ich glaube, ja. Ich glaube, du sagst bei der Schauer, ich habe jetzt auch gescheinbart. Das ist so ein Spaß. Ja, ich übernehme jetzt dein Markenzeichen, du geschießter der Hund. Felix und meine Frau fällt nicht auf, dass du nicht die bist. Sie, der Bart? Ja. Hey, Vincent. Ich schaue aus wie Rasputin, Alter.
Jetzt schaue ich auch sehr russisch aus. Mhm. Aber die Hakennase ist immer noch unverkennbar. Auf jeden! Klingelstreich. Scheiße, wo ist das hinlegen suchen? This is America. Ja. Aber mein Bub braucht auch wen zum Basketball spielen. Nein, ich glaube, du gehst nicht zu meiner Frau, weil Frau geht nicht zu meinem Grab hin. Und das war's dann. Ja, weil es war dann also. I just want to say that I'm so sorry. I'm sorry for the broken promises. Not being there when you needed me. I'm sorry for no longer being the man you fell in love with. No, I've been just going to my biggest regrets are all the moments. Naja, ist das so dumm, ist nicht gewusst. From now on, I don't want to miss a second together with you. Oh, scheiße. Jo, kacke. No. Ja, aber hat sie überhaupt gewusst, dass du an der Kamera warst? Irgendwie hätte sie das doch wissen müssen. Irgendwo, ja. Weil sonst war das ja so, aha, okay. Aha. Aber sie war schon, dass ich tot bin, oder? Ich denke. Ja, scheiße. Sie geht ja dann zu deinem Begräbnis dahin, wo du gestorben bist. Ja. Also das Begräbnis ist nicht da, wo du gestorben bist. Das war ein bisschen komisch, weil... Ja, ja, dann ist man kommen. Da irgendwie einmal ins Haus reingekommen und dann... Dann du könntest das jetzt einbetoniert werden in der Decke. Ja, das kann man. Ui. Eben auf geschickt, dein Begräbnis noch. Weil du hast so Fettes mit so Polizei und dann schießen sie alle so glaube ich. Okay. Ja, wahrscheinlich sieht man so. Ja, ich hab nur so ein kleines Grab, wo ich stirb so. Ja, sicher, weil du geschissen ein Redneck bist. So, und jetzt was hat's auf der Flucht, oder? Wo ist der Frau? Hi. Unter der Dusche. Da ist. Oder am Klo. Die kennt sie ja, wenn du eine Hosen kaufen hast. Mir geht's gut und er geht hin. Da schau, du bist. Jo, mein Rotzbremsen. Und da ist Liquid, der sagt, die sind so, ach, scheiße, den kann ich nicht, weil ich weglaufe. Und er so, fuck. Aber zum Glück habe ich noch den Diamanten. Das stimmt, ja. Es ist keinem aufgefallen, dass ich ihn eingesteckt habe. Schauen Sie mal, wenn ich die Hand da jetzt abnehme. Da ist da eine Flagge. Dein Baby schaut aus wie ein geschissener, wie Olaf. Oscar. Ich hab unseren Namen vergessen. Oscar heißt er. Oscar, ja, unser Kind. Es ist ein Puppen und die hat einen Instagram-Account nicht wirklich, aber sie ist ein bisschen. Nein, hat's nicht. Na. Der einzige unserer Charaktere, der außer uns noch einen Account hat, ist Rancher. Und der hat noch Facebook. Ja. Da krieg ich voll oft irgendwelche Benachrichtigungen. Was ist, wenn irgendwer. Achso, da ist noch Platz bei zum Beispiel. Rancher. Schön, da hat irgendwer scharfe Munition drin und dann fliegt irgendwo runter. Wo dann irgendwer so, keine Ahnung, in der Stadt oder so. Ja, stell dir vor, du gehst gerade joggen und dann zack. This is America. Jo, du merkst, wie, keine Ahnung, 5 Kugeln auf die, auf neben dir hin. Da wird's auch noch ein Korea! Ich schau fast aus wie Mike Tyson. Wo nimmst du das jetzt her? Wo? Ja, was? Er ist nicht schwarz, das ist mein Punkt, der nicht so passt. Aber er ist genauso ein Mensch. Und er lebt in Amerika. Und er fährt wahrscheinlich nicht so ein Auto. Nein, er fährt wahrscheinlich ein besseres Auto. Und er hat einen Tiger. Ich war ein Tiger. Na, der Sohn. Ja, der gleichzeitig der Bruder ist. Ja, wahrscheinlich, ja. Warte mal, das heißt. Der Frau ist der Schwester. Nein. No. Der Frau ist der Mutter. Ja. Ja. Junge Mutter. Karl Löwenberg hat da mitgemacht. Jo, Freunde.
Dann sehen wir uns in der nächsten Episode von The Way Out. Sollen wir nicht nur eine kurze Bewertung abgeben? Achso, ja, das ist ein ganz nettes Spiel. Dann sehen wir uns in der nächsten Episode von The Way Out. Ja, es ist ein ganz nettes Spiel. Es ist ganz okay. Es ist für 30 Euro sowieso recht gut gewesen, weil es was kurz vor einem Ohr nur 30 Euro kostet. Und das ist halt auch, es ist halt auch mal was Neues, weil man eben wirklich so Co-op, man braucht den zweiten, damit man da weiterkommt. Ich kenne ein Brothers Spiel mit Tale of Two Sons. Kennt man. Ich hab's am PC. Ich hab's auch am PC. Am PC. Gut, wir spielen Brothers of a Tale of a Tale of a. Wir haben andere Pläne. Sicher, aber irgendwann spielen Brothers. Irgendwann, ja, damit ihr das auch seht. Okay, was ich auf jeden Fall sagen muss, was ich dem Spiel jetzt doch hoch anrechne, ist das Ende. Damit hätte ich nie gerechnet. Uns da jetzt nur Death Battle liefern, damit hätte ich nie gerechnet. Death Battle bis zum Tod. Ja. Das war cool. Das haben sie gut gemacht. Wirklich, wirklich gut. Nice. Naja, aber die Frage ist, wie es sonst enden lassen soll. Wir leben wieder ein gutes Leben, oder was? Das war das, was ich erwartet hätte. War schwach gewesen, aber war irgendwo verständlich gewesen, weil es immer so endet. Naja, wir hätten den scheiß Diamanten verkaufen können und waren zu zweit mit unserer Familie irgendwo abgehauen. Oder einfach nur zu zweit und hätten Brokeback Mountain mäßig miteinander gelebt. Wow. Aber wir hätten Geld gehabt und wir waren theoretisch frei gewesen. Wenn ich kein geschissener Kopf gewesen war, der die nur aufregen hätte wollen lassen. Ja, scheiße, gell? Was war eigentlich passiert bei dir im Gefängnis, was passiert war? Das war dann also auf eigenes Risiko gewesen wahrscheinlich, weil... Was soll es dran ändern? Sie können ja nichts machen. Sie können dann nächstes den Typen, der mich im Gefängnis umgebracht hat, umbringen, weil sie einen Kopf umgebracht haben. Und ja, so, weil die wissen sein, dass es ein Kopf ist. Ja, Pech gehabt, du hast ihn umgebracht. This is America. Was ist, wenn du sonst das beim Ausbruch erwischt hättest, sie hätten die dann. Dann. Verhört oder so. Und dann hast du gesagt, ja, nein, eigentlich bin ich ja nur so. Ja, theoretisch hätten dann meine Leiden wieder auszuhören müssen. Hey, es war jetzt eine halbe Stunde Episode. Ich hoffe, euch gefällt es. Ich hoffe, ihr habt so einen gescheiten Ständer. Vielleicht teilweise in der Mitte, wahrscheinlich nicht, aber zwei sind. Ah, voll wurscht. Und wir sehen uns in der nächsten Episode von EA ist kacke. Wir spielen wahrscheinlich FIFA. Ist das die nächste Episode? EA ist kacke und wir spielen wahrscheinlich FIFA. EA ist kacke. Away out, Freunde. Und wir spielen wahrscheinlich nicht FIFA. Bis zum nächsten Mal. Wir könnten vielleicht aber NBA spielen. Wir haben was anderes vor, von dem wir gesagt haben, das würden wir nicht spielen. Ah, du meinst das mit den Du bildest Blöcke. Blocks, was dir davon abhält, dass Freunde, du Cocks sagst. Bis zum nächsten Mal, wir vertrauen.